So, Zoras ist besiegt. Wow. Okay. Heilen wir uns. Und dann kriegen wir immer noch Schaden. Egal, wir speichern mal. So, und hier kommen wir raus. Ach ja, ich sollte rasten, Leute. Wir rasten mal bis geheilt. So. Ihr habt eine neue Stufe erreicht. Neue Stufe 19. Irgendwie habe ich das Gefühl, als würde das Spiel plötzlich die gesamte Musikeinstellung ignorieren. Glück. Ein Punkt Glück, Leute. Beeinflusst in geringem Maße alles, was sie tut. 58 Punkte. Am meisten bekommen wir bei Stärke 5 Punkte. Beeinflusst mit wie viel Lebensenergie ihr beginnt, wie viel ihr tragen könnt, eure maximale Ausdauer und wie viel Schaden ihr im Nahkampf anrichtet. 52 Punkte. Am wenigsten Punkte haben wir bei Konstitution. Da kriegen wir 1 Punkt. Beeinflusst mit wie viel Lebensenergie ihr beginnt, wie viele Trefferpunkte ihr pro Stufe dazu gewinnt und eure maximale Ausdauer. 44 Punkte. Beim nächsten Mal ein Glück und Charisma oder Konstitution plus das, wo wir am meisten Punkte haben, Leute. Ich muss jetzt nochmal. Also erstmal möchte ich speichern. Und dann muss ich jetzt. Es wurde tatsächlich die Musikeinstellung zurückgesetzt, Leute. Es wurden tatsächlich die Einstellungen zurückgesetzt. Kein Wunder, dass alles plötzlich so laut war. Unglaublich. Okay, versuchen wir hier wieder rauszukommen. Okay, ich muss immer noch 3 Tränke trinken. Aber jedes Mal, wenn ich drei Tränke trinke, wiege ich 3 Kilo weniger, Leute. Die brennende Schlucht. Okay, speichern wir, dass wir hier. Ja, okay, speichern wir, dass wir hier runtergekommen sind. Und dann heilen wir uns nochmal. Während wir versuchen, hier durchzukommen. Ah, das war das Zelt. Okay, so sieht man das besser. Da ist das Tor. Okay. Habt ihr schon mal versucht, mit Schwarzbildschirm zu spielen, nur um möglichst viel Zeug mitzunehmen, Leute? Ah, okay. Warte mal kurz, wo wir sind. Ich möchte auch speichern. Ich glaube, ich speichere. Wir warten mal kurz, Leute. Das sollte eigentlich nur 20 Sekunden dauern. Und dann müsste Blindheit eigentlich wieder weg sein. Da ist Blindheit weg. Bis hierher haben wir es geschafft, Leute. Ich habe die Hände noch da. So, speichern wir wieder. Und dann versuchen wir es erneut. Es geht leider immer noch nicht. Aber ich habe ja noch 225 Tränke, Leute. Also da geht einiges. Okay. Ich glaube, ich bin immer noch richtig. Wir müssen jetzt, glaube ich, zurück zur Königin. Es ist unglaublich, dass ich tatsächlich schaffe, hier entlang der Minikarte weiterzukommen. Aber jetzt hänge ich. Es müsste eigentlich hier weitergehen. Aber gut, der Trank hat nachgelassen, Leute. Wir warten einfach mal wieder, wo wir sind. Dann können wir auch wieder speichern.
Das Spiel stürzt ja ganz schön oft ab momentan. Ich habe nach oben gesehen. Okay, ich hätte es fast geschafft. Wahrscheinlich bin ich hier hängen geblieben irgendwo. Wir sind fast da. Speichern wir. Und dann geht's wieder weiter. So. Das sind ja, glaube ich, auch Gifte, oder? Das ist ein Gift. Ich möchte jetzt mal die Gifttränke nutzen, Leute. Sehr schön. Verlieren wir noch mehr Gewicht, Leute. Okay. Narsul. Die schwarze Zitadelle. Ich glaube, ich bin jetzt irgendwo hängen geblieben. Ja, ich glaube, ich hänge hier. Es gab doch irgendwo diesen einen Platz, wo wir nur ganz knapp nicht vorbeigekommen sind, Leute. Oh, halt. Ich bin durch. Okay. Wir haben es fast geschafft, Leute. Wir müssen jetzt echt den ganzen Weg hier wieder durch, oder? Das wird dauern. So, Blindheit ist gleich weg. Ich sehe irgendwie immer nach oben. Das ist die Stelle, wo ich meinte, wo wir schlecht vorbeikommen, Leute. Wir sind genau hier. Okay, speichern wir. Und dann geht's wieder weiter. Und wieder Gift neutralisieren. Okay, ich bin vorbei. Wir sind wieder nach Azul. Irgendwas greift uns an. Stirb, Abschaum! Stirb, Abschaum! Stirb, Abschaum! Es ist echt schwer, stirb, Abschaum, zu kämpfen, wenn man nicht weiß, wo er ist. Aber er scheint uns auch nicht zu treffen. Ich habe ihn getroffen. Er ist tot. Wächter der Zitadelle. Nochmal 10 Tränke und eine Maske, Leute. Und wir können uns nicht mehr bewegen. Okay. Ich habe keine Ahnung, wo diese Wächter herkamen, Leute. Wir müssten eigentlich fast... Also hier müsste ich jetzt eigentlich irgendwie durchkommen. Und dann irgendwie dorthin. Ah, die Blindheit lässt ja gleich nach, dann können wir sehen, wo es weitergeht, Leute. Dauert immer 20 Sekunden. Okay, also den hier haben wir besiegt. Keine Ahnung, wo der herkam, aber da geht es weiter. Speichern wir also. Ich finde es toll, dass er uns trotzdem nicht erwischt hat irgendwie. Und Gift neutralisieren. Hält auch nicht mehr ewig. Hallo? Ah, jetzt.
So, die Frage ist nur, wo ist hier der Weg durch? Auf der Minikarte lässt sich das leider nicht sehen. Hier ist der Weg durch, oder auch nicht. Doch. Ich muss jetzt nur noch hier nach oben. Einfach nur in diese Richtung. Ich glaube, uns greifen Leute an. Oh, auf der Minikarte sehe ich hier einen kleinen Lavafluss. Fast! Da nach oben müsste ich. In den Tunneln da wird es dann ein bisschen heftig, wenn wir in Lava fallen sollten. Ich sehe irgendwie immer nach oben. Dass ich da nicht reingefallen bin? Krass. Ich glaube, ich bin da rein. Es hat nur keinen Schaden gemacht. Bin ich mir ziemlich sicher. Okay, machen wir weiter. Ich habe noch einmal Gift neutralisieren. So, hier. Da. Hier müsste irgendwo die Tür sein. Da. Speichern wir, dass wir jetzt hier sind. So. Okay, ich hätte hier runter müssen. Ja. Okay. Und jetzt müsste hier irgendwo die Tür sein. Bautunnel. Speichern wir. So, das wird jetzt problematisch. Ha, ich hab's da an der ersten Lava vorbeigeschafft, Leute. Okay, jetzt trage ich sowieso zu viele Gegenstände, dann können wir es wieder versuchen. Wie viel habe ich noch? Ich habe noch 1, 2, 3 mal Lava vor mir. Was glaubt ihr? Wie oft falle ich runter? Wir werden es dann schon sehen. Sobald die Blindheit nachlässt, können wir ja sehen, wo wir ungefähr sind. Und können die nächsten paar Schritte zumindest planen. Immer sehe ich nach oben. Okay, da geht's zurück. Und da geht's weiter. Okay. Speichern wir. Und dann... gleich wieder mal 3 trinken. Jetzt habe ich, glaube ich, kein Giftheilen mehr. Habe ich vielleicht noch irgendwo anders ein zweites Gift heilen? Oh, wir könnten festigen Schnelligkeit auch mal nutzen. Das würde jetzt tatsächlich gerade was bringen. Bringt eigentlich Infravision was, wenn ich das jetzt nehme? Nein. Also ich habe kein Giftheilen mehr. Das hat sich nicht gut angehört.
Ich bin vorbei. Okay, da weiß ich, glaube ich, genau, wo wir sind. Und kommen so vorbei. Super. Das macht irgendwie Spaß, Leute. So im Dunkeln vorbeikommen. Oh. Da können wir wieder weitersehen. Verzauberung hat sich 15 Punkte verbessert. Super. Wir haben es fast geschafft, Leute. Wir müssen nur einmal hier hindurch. Und das ist aber das schwierigste Teil, glaube ich. Blindheit ist gleich weg. Da müssen wir entlang. Okay, speichern. Und dann geht's weiter. So, ich würde nochmal Schnelligkeit nutzen, Leute. Ich hab's echt durchgeschafft, Leute. Ich glaub's ja nicht. Ich hab's echt durchgeschafft. So, wir nehmen jetzt ein Feuerschild, 8 Punkte. Und versuchen hier einfach durchzukommen, Leute. Okay. Wir rennen einfach durch. Jetzt nehmen wir mal den hier. Und der Feuerschild ist auch weg. Erneuern wir. Okay, wir haben es geschafft. Wir sind da durch. Ja, im Prinzip müssen wir jetzt nur noch den ganzen Weg wieder zurückfinden. Okay. Die Tränke haben wieder nachgelassen. Wir müssen also wieder kurz warten. Aber... Was? Blindheit müsste eigentlich gleich nachlassen. Okay. Speichern wir. So, jetzt können wir uns wieder bewegen. Haben wir nochmal Schnelligkeit irgendwo? Das würde ich dann auch wieder benutzen wollen. Festigen Schnelligkeit irgendwo. Nein. Nein. Aber hey Leute, wir haben den Trank des Helden aufheben können. Da war es gerade. Da war es gerade. Da.